Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 14. Folge von Shadows, Price for Sins oder Shadows, Haus der Tausend Schatten. Ja, in der letzten Folge, wir schauen mal, ob wir was in unserem Buch haben zu unserer letzten Folge. Ja, man merkt wieder, ich habe eine neue Aufnahmesession angefangen, da ich jetzt wieder ganz nach hinten blättern muss. Nee, wir haben nichts Neues, okay. Ja, wir haben uns eigentlich nur hier umgeschaut, in diesem neuen Abschnitt und alles. Und ja, sind jetzt dabei herauszufinden, was wir eigentlich noch tun müssen. Oder ich. Gehen wir bei der Vogelscheuche was, Scheune, Kirchenengel. Alles klar, dann haben wir hier anscheinend noch irgendwas zu tun. Ja klar, eben die Vogelscheuche zusammensetzen. Können wir die denn schon zusammensetzen? Oder brauchen wir dafür noch was? Ach so, ja, die Schnur, haben wir die nicht schon? Ja, Tatsache. Und was ist das denn noch für ein Faden? So eine Nadel brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja, aber die haben wir gar nicht. Naja, ich lege mal trotzdem die Schnur schon mal hin. Und was ist mit dem Hemd? Können wir das auch hinlegen? Nicht? Hut auch nicht? Okay, dann halt nicht. Dann brauchen wir eben noch, wie gesagt, diesen Faden. Wo bekommen wir den denn her? Ach, und noch einen Knopf, stimmt. Einen zweiten Knopf brauchen wir auch noch. Okay. Ja, dann heißt es noch ein bisschen suchen, ne? Aber hier gibt es ja ansonsten... Oder habe ich irgendwas... Nee, das können wir ja erst machen, wenn es fertig ist. Okay. Gab es jetzt hier noch irgendwas? Habe ich jetzt vergessen? Nee. Aber beim Kircheneingang. Dann gehen wir halt mal hier hin. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht doch den Faden irgendwie finden. Gehen wir nur hin. Da brauchen wir erst noch so ein Teil zum Einsetzen. Ja, aber wo finden wir das denn? Ja, hier werden wir es ganz bestimmt nicht finden, weil wir können ja eigentlich auch nichts mehr anschauen. Hier können wir ja auch nichts machen, wir haben ja das fehlende Teil nicht. Oder können wir da jetzt diese Steinplatte vielleicht... Echt jetzt? Wow, okay. Okay. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Okay, wir spielen also Memory. Hey, da bin ich ja so gut drin, nicht? Nee, wir versuchen es einfach mal. Ah, okay, das war also die Rückseite. Woher soll man wissen, dass das jetzt die Rückseite war? Wenn das jetzt so ein Stein gewesen wäre, wo einfach nur so ein Sarg drauf gewesen wäre, da hätte man gewusst, okay, das ist das fehlende Teil von hier. Naja. Okay, also so ein, weiß nicht, so ein Geist und ein Bonbon. Eine Maus. Eine Kürbislaterne. Also ein Teufelsspieß. So eine Eisenkugel. Eine Meerjungfrau, okay. Und so ein Ank. Ein Wolf! Oh, wie toll! Und ein Mond, das passt ja auch sehr gut zusammen. Achso, müssen wir auch einfach Dinge finden, die zueinander passen, weil das hat sich ja jetzt nicht mehr umgedreht. Ja, interessant. Da haben wir jetzt unseren Hut, der ist immer noch da, und die Sense. Ah, okay, das heißt, wir müssen die Paare finden, die zueinander passen und nicht irgendwie dieselben. Das ist ja sehr schön. Was ist das denn? Ah, so ein, wie so ein Frankensteins Monster. Ein Besen. Hatten wir jetzt schon eine Hexe? Weiß ich gerade gar nicht, was ist das? Okay, Totenkopf. Ah, das stimmt auch schon. Was? Ah, das soll so eine Piratenflagge werden, oder was? Oder das ist eine Piratenflagge. Okay, so eine Mumie. Und ein Blitz. Ein Sack und eine Kerze. Wo war dieser Teufelsspieß? Nee. Hier. Da hast du. Eine Muschel, das war die Meerjungfrau, die war hier. Eine Katze. War da irgendwo eine Hexe? Nee, das war ein Bonbon. Und so eine Peitsche oder sowas. Gehört die vielleicht zu dem? Nee. Okay. Gehört jetzt die Katze vielleicht zur Maus, oder? Ah, Moment. Kürbislaterne mit der Süßigkeit. Nicht? Schade. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Nee, Katze und Mumie ist nicht so. Das wäre ich zur Mumie. Auch nicht.
Eine Kerze. Ach, die gehört vielleicht in die Laterne. Die Kürbislaterne, genau. Okay. So ein Sack. Wo kommt der hin? Ich weiß es nicht. Der vielleicht zum... Nee. Das Schlimme ist, ich kann mir jetzt gerade auch gar nicht so viel merken. Braucht er vielleicht Elektrizität? Tatsache, okay. Was hat es mit dem auf sich? Die Katze vielleicht mit dem Hexenhut? Auch nicht? Aber die Hexen mit dem Hexenbesen? Okay. Heißt, es sind nicht nur zwei Dinge, die direkt zueinander passen, sondern auch hier wahrscheinlich die zwei Waffen. Genau, okay. Interessant. Was haben wir jetzt hier noch? Warte, was war das jetzt? Die Katze? Und so ein Sack? Weiß nicht. Eine Mumie? Ah, das ist beides ägyptisch, sozusagen. Genau, okay. Katze und Maus. Stimmt, da war ja die Maus noch. Oh, voll vergessen. Und das Bonbon gehört dann also zu diesem Sack einfach. Okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal auf dem Friedhof um. Gruselig. Gehen wir direkt ein Wimmelbild im Grab einfach mal. Boah, was man hier für Schreie hört. Es ist zu dunkel jenseits des Friedhofs. Ich fürchte, auch meine Kürbislaterne wird nicht helfen, wenn ich dorthin gehe. Okay. Nimm doch einfach die da oben runter. Was haben wir hier an der Tür? Oh, so eine Maria. Oder so ein Marienkopf. Hier befindet sich die ewige Ruhestätte der schönsten Braut, die je gelebt hat, Spiel. Nicht sie je gelebt hat. Jacks Braut Mary ist in diesem Gewölbe begraben. Soll das vielleicht auch... Ah, deswegen vielleicht auch, dass es eine Anspielung an Maria ist, eben, wegen Mary. Genau. Okay. Da braucht man einen Schlüssel. Muss einen Schlüssel zum Gewölbe finden. Der schönsten Braut, sie je gelebt hat. Ja. Was ist das da? Ah, das ist nur so ein Ast. Guck mal hier. Ich bin mir sicher, dass diese Wurzeln ein Bild verdecken, das man vom Glockenturm aus sehen kann. Vom Glockenturm aus ist doch viel zu weit oben, oder? Dass man das noch sehen kann. Naja. Machen wir einfach mal das Wimmelbild. Vielleicht finden wir da irgendwas Interessantes. Oh, was ist denn hier? Ah, das können wir wegschieben. Okay. Was brauchen wir denn alles? Januar. Das ist doch Januar schon. Okay. Was ist da? Oh, wir können auch weiter blättern. Aber das machen wir dann erst, wenn wir wissen, was wir überhaupt noch genau suchen. So, was haben wir denn noch? Die Nummer 5, Nadel und Faden, Schürhaken, Motte, Yin-Yang, ein Kreuz, da ist doch Yin-Yang. Hier, was haben wir da noch? So ein Bär, eine Kobra, Pfeil schon wieder, Blümchen irgendwie, so ein Löwe, zwei Schädel, okay, so ein Herz, so eine Möwe oder was ist, so ein Vogel auf jeden Fall und so ein Auge, okay. Interessant, was da so für Sachen drauf sind. Was sucht man denn noch? Ein Portemonnaie, ein Gürtel, der hängt hier dran. Ein Knochen, den haben wir ja hier schon gesehen. Das Portemonnaie, okay, das sah jetzt eher aus wie eine Tasche. Ich habe gedacht, die kann man vielleicht öffnen, aber okay. Da war das halt das Portemonnaie. Ein Kreuz brauchen wir noch. Damit jetzt vielleicht auch wieder irgendwie... Nee, das ist ja kein... Doch, da ist Kreuz. Aber es ist nicht das gemeint. Okay. Die Nummer 5 ist vielleicht die römische 5. Okay. Notenschlüssel. Haben wir denn nun einen Notenschlüssel versteckt? Aber hier können wir hier reinschauen. Nee. Alle alte Truhen wie diese werden normalerweise mit einem Schlüssel verschlossen. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel liegen? Hm. Ich sehe ihn zumindest gerade nicht so. Eine Armbanduhr. Oh, hier können wir was nehmen. Was ist das? Ist das von diesem Schürhaken vielleicht? Können wir das da dran machen? Genau. So, dann haben wir hier den Schürhaken. Gut. Ein Becher, wahrscheinlich der. Genau. So, dann sind wir ja fast schon wieder durch. Was ist ein Viertel? Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Nadel und Faden. Da haben wir eine Feder. Wir versuchen noch keine Feder. Ein Adler. Sehe ich gerade auch nicht so ganz.
Kann man nicht noch irgendwas verschieben oder irgendwie wegmachen? Ah, da ist die Armbanduhr. Habe ich das gar nicht richtig realisiert, dass die da rumliegt einfach. Ein Kreuz muss doch hier auch noch irgendwo liegen, oder? Was ist das da eigentlich? Ist das irgendwas? Nee. Ah, das ist von der Truhe. Da haben wir so Teufelshörnchen. Ein Schirm. Hm, ich finde immer noch keinen Adler irgendwie. Oder können wir hier einfach weiterblättern? Ah. Juni, ja, genau. Okay, hier noch was irgendwie? Nee. Die Milch auskippen? Nee. Das Ei ausbrüten? Auch nicht. Das da hinten vielleicht aufmachen? Auch nicht. Das da aufmachen? Auch nicht. Man kann irgendwie gar nichts machen. Hier ist noch so ein Hammer, aber den suchen wir auch nicht. Oh, was haben wir hier noch? Diese Lampe kann mit Kerosin betrieben werden. Ah, da. Nehmen wir die mal an. Ah, da kommt so eine Motte angeflogen. Ja, wie Motten ins Licht. Schön. Interessant. Okay. Dann suche ich immer noch so ein bisschen ein Kreuz. Ah, da liegt es doch im Hintergrund. Dann noch ein Notenschlüssel. Der war echt nicht hier drauf. Ah doch, da war er doch. Mensch. Ein Adler noch und Nadel und Faden. Und dafür müssen wir noch irgendwas kombinieren oder machen oder wie auch immer. Ist halt die Frage, was wir dafür genau machen müssen. Hm. Ich suche immer noch so ein bisschen den Schlüssel für die Truhe, weil da müsste es dann wahrscheinlich drin sein. Oder mindestens eins von den zweien muss da drin sein. Vielleicht das zweite ja auch. Wer weiß. Trotzdem finde ich diesen Schlüssel gerade auch nicht so ganz. Da müssen wir da auch wieder irgendwas verschieben oder ich weiß ja nicht. Blatthaufen wegmachen oder hier vielleicht im Schmutz ein bisschen graben. Oder hier Blätter wegmachen. Ich habe echt keine Ahnung. Oder in den Schuh reingucken. Das wäre lustig. Die Dose aufziehen. Auch nicht. Oh, jetzt habe ich ein. Warte, wo war der jetzt? Da, wow, der ist richtig gut versteckt, finde ich gerade. Ich habe jetzt nicht richtig gesehen, dass ich dachte, das wäre so eine Zeichnung in der Rinde drin oder wie auch immer ich das nennen möchte. Cool, gut, durch Zufall gefunden. Und da haben wir hier jetzt auch Nadel und Faden, beziehungsweise den Faden brauchen wir noch. Ich muss den Faden durch das Nadelöhr ziehen, aber den Adler haben wir auf jeden Fall schon mal. Oh, noch so ein Hase. Und wo ist jetzt der Faden, bitte? Hallo, Faden? Ah, da liegt er doch. So, rein damit. Habt ihr eigentlich auch früher oder immer noch so ein bisschen Probleme manchmal gehabt, den Faden in dieses Nadelöhr reinzumachen? Ich habe da manchmal ein bisschen Probleme gehabt. Da war mir der Faden irgendwie immer zu dick und das immer zu klein. Okay, jetzt bekommen wir hier so ein Kreuz und Nadel und Faden. Was können wir damit jetzt machen? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Wo können wir denn ein Kreuz einsetzen? So, Nadel und Faden brauchten wir ja für den, für die Vogelscheuche. Vogelscheuche war das Wort, genau. So, legen wir das direkt mal ab. Dann fehlt uns nur noch ein Knopf, oder? Genau. Ja, ein Knopf. Gut. Und was können wir jetzt noch machen? Mit diesem Kreuz vor allem. Haben wir für irgendwas ein Kreuz gebraucht? In der Kirche vielleicht? Hm. Kann ich hier einsetzen? Stimmt, da gab es. Oh je, jetzt müssen wir hier tatsächlich in diesen Sarg hier. Komm, machen wir es einfach mal. Was kann schon schief gehen? Natürlich brauchen wir erstmal noch ein Rätsel. Oh, das sieht kompliziert aus. Drücke auf die Pfeile, um deinen Spielstein auf die grünen Quadrate zu verschieben. Ah, da oben ist unser Spielstein, okay.
die grünen Quadrate zu verschieben. Ja, es ist doch aber nur ein Quadrat grün. Sind das jetzt schon wieder so komische, Rätselbeschreibung oder wie? Berühre dabei keine Steine mit Darstellungen von Dämonen. Ja, okay, also die da, die dürfen wir nicht berühren, aber wir müssen hier hinkommen. Und was ist mit den Schwarzen, mit den Weißen? Ist das egal, oder? Ach so, So weit können wir sozusagen sliden, oder wie auch immer ich das nennen will. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter und dann da hoch. Okay, gut. Das sieht interessant aus, aber auch nicht so schwer. Nee, Moment. Okay, müssen wir einen kleinen Umweg machen. Alles klar. Ja, es dürfte machbar sein, hoffe ich. Da können wir jetzt eigentlich direkt hier lang, oder? Dann da lang, hier lang. So, und hier müssen wir jetzt... Wie müssen wir jetzt hier lang? Wir müssen ja irgendwie auf diese Seite kommen. Also müssen wir irgendwie hier hin, aber das geht ja auch nicht. Ah doch, wir müssen hier lang. Also so. Also nach unten. Da lang. Hier hin. Da lang. Ja, so schwer ist es echt nicht. So, jetzt müssen wir noch darüber kommen. Aber wie kommen wir da hin? Okay, das weiß ich jetzt wirklich gerade nicht so ganz. Weil dazu müssten wir theoretisch entweder hierhin, was ja nicht geht, oder hierhin, das geht ja auch nicht. Oder eben dahin. Aber da kommen wir ja auch nicht so ganz hin, oder? Okay, lass mich mal kurz ein bisschen überlegen. Ja gut, wir könnten theoretisch... Ja, aber das bringt uns ja alles... Ah doch, jetzt, okay, ich weiß, wie es geht. Ist ein bisschen umständlich, oder ein bisschen umwegmäßig. So, dann gehen wir hier hin, da lang, damit wir hier oben dahin kommen. Dann hier hin und dann gehen wir hier runter. So, dann haben wir's. So, jetzt können wir den aufmachen. Nein, er öffnet sich natürlich schon von selbst. Sehr gut. Wow, bisschen makaber, oder? Den Knopf auf dem Augenloch. Ja, ich habe den Knopf gefunden. Wow. Ja, lässt du die los, oder? Okay, du gibst sie uns. Dankeschön. Dachte ich aber echt, da bekommen wir so einen kleinen Jumpscare oder sowas, wenn wir da die Notenblätter holen. Aber okay. Dann können wir ja eigentlich theoretisch auch direkt erstmal hier Notenblätter hinsetzen. Das heißt, wir haben noch welche gebraucht. Okay, dann geht es vielleicht jetzt. Ja, genau. So hört sich das an, wenn man auf die paar Tasten hier und da und da und da und da macht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Egal. So, was haben wir jetzt gefunden? Ein Edelstein, ein Rubin oder sowas? Ein roter Edelstein, okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo wir den brauchen. Vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Nee, da müssen wir ja die zweite Engelstatue noch hinmachen. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal noch eben zum Vogelscheuche basteln hier. Dann wird das wahrscheinlich das Letzte, was wir in dieser Folge machen. Ansonsten haben wir nämlich wahrscheinlich schon die 20 Minuten bald voll, wenn wir so weitermachen. Okay, hier der Knopf. Können wir es jetzt zusammensetzen? Ah nee, das ist schon einfach direkt fertig. Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt schon den Vogelscheuchenkopf. Interessant. Gut, dann bauen wir mal die Vogelscheuche zusammen. Würde ich mal so sagen. Gehen wir erstmal ihr Hemd, oder? Geht es nicht? Müssen wir zuerst den Kopf draufsetzen? Oder? Nein, nicht den Edelstein. Meine Maus spielt mal wieder ein bisschen rum. Geht es nicht? Hä? Da fehlt jetzt noch irgendwas, oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Kann ja auch gut sein. Kann ich den Hut hier draufsetzen zuerst oder so? Was? Ha! Text verschwindet doch nicht immer so schnell. Drecksding. Es ist doch zu früh, hier den Hut aufzusetzen. Ich will das vorlesen, sorry. Ich muss noch den Rumpf der Vogelscheuche anbauen oder wie auch immer. Ja, das habe ich doch. Oder brauche ich jetzt extra noch einen Rumpf? Kann ich nicht einfach das Hemd da drüber machen? Ja, wie jetzt? Das heißt, ich brauche erst noch einen Rumpf, oder was? Kann ich hier irgendwas als Rumpf verwenden? Nee. Ja, toll. Jetzt dachte ich, ich bin hier fertig. Kann ich das ja vielleicht abnehmen und als Rumpf verwenden? Auch nicht. Schade. Toll. Jetzt dachte ich, wir kommen hier weiter. Nein, natürlich nicht. Pustekuchen. Wie Text jetzt so schön sagen würde, bestimmt.
Nein, stopp, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht hier rein. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken, was die mir hier angezeigt wird. Ja, bei der Vogelscheuche, aber da können wir ja nichts machen. Haben wir beim Kircheneingang noch irgendwas? Können wir jetzt hier noch irgendwo etwas finden, oder? Was für ein merkwürdiger Brunnen. Das Wasser sollte eigentlich abwärts fließen. So, das Wasser stimmt. Das ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Das Wasser geht ja irgendwie so hoch und tropft dann von oben wieder runter. Und die fängt es da auf, oder was? Interessant. Nee, aber wie machen wir das jetzt mit der Vogelscheuche? Was können wir hier jetzt eigentlich schon machen? Das verstehe ich gerade gar nicht richtig. Können wir hier oben vielleicht den Rubin einsetzen? Nee. Oder den Edelstein? Nee. Pff, nee, weiß nicht. So, wo hatten wir jetzt noch was? Hier. Was können wir denn hier machen? Was ist das da eigentlich? Nichts. Okay. Ja, dieses Brezel-Symbol haben wir ja immer noch nicht. Ja, aber was können wir denn jetzt machen hier? Bin ich immer noch so ein bisschen mysteriös gerade. Achso, hier können wir eh nichts machen. Haben wir denn in der Scheune haben wir auch noch irgendwas? Aber was? Können wir nicht irgendwie... Warte, was? Ich könnte das Seil an die Kellertür binden und auf der anderen Seite ein Gewicht befestigen. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Oh, bist du blöd. Spiel, manchmal bist du echt ein bisschen komisch. Was ist hier eigentlich? Das ist, fällt mir jetzt erst auf, dass hier so ein Nagel mit so rot. Boah. Das sieht brutal aus. Der Nagel steckt zu tief im Balken. Ich brauche ein spezielles Werkzeug, um ihn herauszuziehen. Vielleicht brauchen wir das ja noch irgendwie. Für die Vogelscheuche. Was können wir denn hier benutzen? Den Hammer. Wir schlagen den einfach rein. Nee, Brecheisen irgendwie raus. Tatsache, okay. Jetzt haben wir hier so einen blutigen Nagel einfach mal. Nagel, okay. Können wir jetzt vielleicht da was machen? Ich wüsste zwar nicht warum, aber... Nee. Oder haben wir jetzt in der Scheune noch mal was? Nee, das war das alles. Das war alles, was wir in der Scheune machen konnten. Okay. Jetzt beim Kircheneingang vielleicht irgendwas machen. Mit diesem Nagel. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Da haben wir ja auch irgendwas, was ich übersehen habe. Kann ja auch sein. Ja, dann gehen wir nochmal hierher. Dann schauen wir mal, können wir den Nagel irgendwie da reinsetzen oder? Nee. Was können wir denn dann damit machen? Nee, dann verstehe ich es aber auch schon wieder gar nicht richtig, was wir hier eigentlich machen sollen. Scheiße. Sorry, dass ich jetzt schon wieder dieses Wort gesagt habe. Oh Mann! Rutscht mir immer so ein bisschen raus. So doofe Wörter wie so Scheiß und so. Oder können wir den Besen irgendwie in die Hand drücken? Ah, der Besen gilt also... Oh, das ist dumm, oder? Irgendwie. Der Rumpf der Vogelscheuche ist fertig. Stimmt, Vogelscheuchen sind doch einfach nur... Ja, sorry, das war jetzt blöd von mir. Wir setzen sie jetzt noch schnell fertig zusammen, weil ich möchte das schon irgendwie machen. Noch schnell, bevor die Folge vorbei ist. So, Kopf, komm schon. Warum kann ich jetzt den Kopf nicht machen? Oder muss ich jetzt zuerst das Hemd machen? Oh Mann. Auch nicht. Hä? Hey, das Spiel ist manchmal echt ein bisschen verwirrend. Sorry, aber... So, Hemd. Hierhin. Geht es nicht? Warum geht es nicht? Ich muss sie nur noch anziehen und ihr den Kopf aufsetzen. Ja, dann mach das doch, Dylan. Den Kopf kannst du ja... Willst du ja auch nicht aufsetzen? Ja, was willst du denn dann machen? Hut aufsetzen wäre ja Schwachsinn. Oder muss ich jetzt auch noch den Nagel irgendwie dran machen, damit es festhält? Okay. Jetzt muss ich einen waagrechten Stock anbringen, damit das Hemd nicht runterfällt. Hä, wie jetzt? Das hast du doch schon, oder? Dieses Spiel manchmal echt. Sorry. Kann ich jetzt mit dem Hammer trotzdem noch draufkloppen? Tatsache. Okay. Jetzt ist es fest. Jetzt sagt es auch gar nichts mehr dazu irgendwie. Gut, dann können wir jetzt endlich mal das Hemd hier anziehen. Sehr schön. Sie braucht nur noch einen Kopf. Und Kopf. Oh, die guckt aber nicht gerade erfreut. Jetzt fehlt nur noch der Hut. Ja, ich weiß. So, Hut auf. Das sieht doch schön aus, oder? Wow.
die bewegt sich wieder einfach so, weil, keine Ahnung, weil es ihr gefällt. Was ist hier jetzt passiert? Ah, ein Schlüssel. Sehr schön. Diese Vorrichtung, aber auch mit dieser Schaufel. Okay, wir haben jetzt den Gewölbeschlüssel. Wo war jetzt das Gewölbe schon wieder? War das der Friedhof da oder was? Ach so, da, das war das Gewölbe. Stimmt, da am Friedhof. So, da schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge um. Denn die Folge geht schon wieder viel zu lang. Es tut mir sehr leid. Aber ich wollte, wie gesagt, die Fokusstelle noch fertig zusammensetzen. Ja, also, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier die Schlüssel benutzen und hier weiterkommen in das Gewölbe betreten. Ja, also, bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.